Sir, I'm afraid the museum's closed to the public. That's all right. I'm due to meet a colleague of mine. She promised me a preview tonight. I'm afraid there'll be no previews this evening, sir, and possibly no opening tomorrow. All museum staff are currently helping us with our inquiries. Now, sir, please go home. My officers will deal with the situation. Ja, und damit hi und herzlich willkommen zu einem, ich hoffe wirklich, dass es ein Horror-Let's-Playchen wird, zumindest laut meiner Recherche, kann man das so sagen, sollte es halt sein zu Curse the Eye of Isis. Um ehrlich zu sein, wo ich es erstmal gesehen habe, dachte ich so, ja, erinnert mich so eher so ein bisschen an Indiana Jones, was eigentlich auch nicht so schlecht wäre, aber ich wollte ja was für Horror haben, obwohl das jetzt eher so mein Ersatzprojekt war. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber was soll man machen? Mal schauen, also ich denke mal so von den Szenarien, die wir hier erleben werden, wird das auch so sein. Dass das vielleicht so in die Indiana Jones-Ecke irgendwie reingeht, halt ist das, weil das so mit Dämonen oder irgendwie zu tun haben. Deswegen denke ich doch, dass man das unter Horror zählen kann. Zumindest deswegen laut Recherche. Ich habe mir ja immer mal, ich wollte halt immer mal so alle möglichen Horrorspiele, die es gibt, also die man auch in Deutschland spielen kann, dass ich mir die mal hole. Und da ich ja eben PlayStation-Fuzzi bin, also dass ich mir so alles, was für die 1, die 2, und ich mag ja diese alten, ich sag mal, ja, ist ja mittlerweile Retro, Geschichten doch sehr. Und ja, hab mich, ich will nicht sagen übernommen, aber ich glaube, ich habe erstmal wieder genug. Ich glaube, was habe ich von gezählt? 25 Spiele habe ich mir geholt. Darunter leider auch eins, warum ich nicht verstehe, das sollte eigentlich kommen, und zwar Das Ding aus einer anderen Welt. Da habe ich den Film ja nie gesehen oder so, aber ich dachte so, ey, na, wenn das halt in den Listen, Horrorlisten mit drin ist von alten PS2-Spielen, dann hast du das schon. Oder nimmst du das auch auf? Hier ist es. Problem ist bloß, CD ist nicht lesbar. Ich weiß auch nicht warum. Komischerweise ist die unten blau und die hier ist halt normal. Sage ich mal so. Wahrscheinlich wird es daran liegen. Ich finde es halt bloß komisch, dass es halt, es ist auf Deutsch, die Beschreibung ist auf Deutsch. Warum kann das meine PlayStation nicht lesen? Naja.
Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin und da ist bloß irgendwie ein dämlicher Fleck oder Kratzer drauf, was das so ein bisschen behindert. Wenn nicht, dann muss mal gucken, ob ich es nochmal irgendwie anders rankriege. So, Judy, ich. Gott, wie. Ich muss mich erstmal wieder an die alte Steuerung gewöhnen, beziehungsweise wie das mit der Kamera hier vielleicht ist. Kann ich hier eigentlich auch schnell laufen? Jo, kann ich auch. Weil ich habe halt für mich festgestellt, man kann zwar auch mit einem Steuer. Na, okay, vielleicht probiere ich es auch erstmal im Knüppel aus. Bei den manchen, weil die Steuerung so ein bisschen hinterherhinkt, sage ich mal, habe ich das sonst immer mit dem Steuerkreuz gemacht. Das könnte aber ein bisschen derbe auf den Daumen gehen, dadurch, dass ich mir den heute auch eingeklemmt habe. Der wird übrigens immer blauer, ist auch geil. Ich hoffe, das regeneriert sich wieder vernünftig. Ja, ist es zumindest bei vielen, das habe ich bei Silent Hill auch, glaube ich, schon gemacht gehabt, sodass man, wenn man über das Steuerkreuz ist, weil man da halt selber ein bisschen lahmarschiger ist, es hat ein besseres Feeling, sagen wir es mal so. So, er guckt, also anscheinend auch ein Junge, überall wo er hinguckt, können wir auch was machen, eventuell, oder er sagt uns was zu. Offenbar hat es jemand eilig, von hier wegzukommen, ne, der Wachtmeister wahrscheinlich. Hier haben wir noch ein Büchlein, können wir da was. Eine schwere ein schwerer Eichenschreibtisch. Um das Schlüsselloch einer der oberen Schubladen sind tiefe Kratzer. Jemand hat versucht, sie aufzustimmen. Okay, aber wir wollen ja erstmal gucken, was passiert ist, ne? Und ich dachte eigentlich, sagt er mir irgendwas übers Buch. Wir gucken mal. Aber wie man halt schon gesehen hat, es wurde halt was entwendet, was mit dem Fluch belastet ist. Und ich glaube, es liegt an uns, den Fluch irgendwie zu brechen. Sie haben eine Öllampe gefunden. Möchten Sie mitnehmen? Natürlich möchte ich das. Das Problem. Jo, das ist cool. Verbraucht ihr eigentlich auch was? Habe ich einen Inventar? Nein, das ist nicht das Inventar. Alter. Das ist doch eher so Horrormucke, aber die ist gerade übel laut, ne? Okay, für mehrere Stunden. Zumindest war es bei mir richtig laut. Die Abmischung von alten Spielen habe ich mir auch wieder mitgekriegt, ist teilweise echt unter aller Sau, aber naja, was willst du machen? Auch bei großen Titeln, das habe ich zuletzt bei Metal Gear 4 mitgekriegt. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich wieder vergessen. Keine Ahnung, wir schauen einfach mal, was das wird. Wie lange ich darf, was ist das hier? So schöne Landschaft scheint unendlich weit von diesem stillen, bedrohlichen Ort fern zu sein. Ach so, genau, was ich noch erwähnen wollte, ist mir gerade wieder eingefallen. Wir haben hier wohl zwei verschiedene Charaktere, die wir spielen können und ich würde eigentlich, ich weiß nicht warum, ich spiele halt in Spielen immer eigentlich, wenn es geht, die Dame. Da wir hier anscheinend auch eine Dame haben, mal gucken, wann ich die auswählen darf. Aber erstmal mit ihm. Ja, da kommen wir nicht rein, weil da hängt ein großes Schloss über der Tür, was keine Sicherheit bietet, weil es hängt bloß über. Aber okay. Hinter dieser Tür ist eine Sicherheitskabine, aber sie ist von außen mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ja, was auch. Ich meine, ich habe keinen Riegel oder irgendwas gesehen. Vielleicht habt ihr da was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Lass uns erstmal ins Atrium. Ja, okay, ist auch zu. Hinter dieser Tür ist das Atrium des Museums, aber ohne Schlüssel kommen sie nicht weiter. Da das der einzigste weitere, die einzigste weitere Türe ist, die ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, dass, ja, das war's mit dem LPM. Ich komme jetzt nicht weiter. Vielen Dank und ja, bis morgen. Ciao. Nein, natürlich nicht. Aber obwohl, das wollte ich halt schon immer mal machen und dann einfach hier nach ein paar Minuten abbrechen. Ja, okay, den Schlüssel. Aber ich habe halt auch kein. Kann ich da hochsteigen? Kann ich nicht, ne? Ich habe jetzt bloß die Öllampe. Und einen Schreibtisch. Oder muss ich. Vielleicht ist es auch so, dass ich irgendwas triggern muss. Ich kann aber auch nicht. Also. Ja. Also Zuschlag. Hä? Hä? Okay, bietet für mehrere Stunden Licht. Ist überhaupt Licht oben? Ja. Okay, bringt mir jetzt aber nicht so viel. Ich muss die Taste gedrückt halten. Leider, ich komme halt jetzt echt schon nicht weiter, ne? Das ist schon dezent erbärmlich. Dafür brauche ich einen Schlüssel und für das Vorhängeschloss brauche ich auch einen Schlüssel. Aber, oh. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn es hier nicht reingeht, dann aber, ne? Übrigens, ich habe vorhin schon gesehen, Ladebildschirm oder da muss ich gucken, damit die Folgen da nicht zu kurz werden. Ich freue mich jetzt schon drauf, Ladebildschirme wieder rauszuschneiden. Solange das nicht so eskaliert wie bei Mafia 1, das war bisher am schlimmsten gewesen. Ich weiß gar nicht, da habe ich allein an Ladebildschirm, glaube ich, rein Ladebildschirm dreiviertel Stunde oder so rausgeschnitten. Oder mehr, keine Ahnung. Ja. Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen um.
Natürlich nicht. So, Damentoilette, die Tür ist von der anderen Seite aus abgeschlossen. Naja, gut. Man sollte vielleicht auch mal drauf gucken wollen, aber Herrentoilette ist offen, ne? Natürlich ist Herrentoilette offen. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon irgendwas gehört. Was ich halt. Also durch die alte Leitung tropft rostbraunes, verfärbtes Wasser, das ist ungeil. Hier ist dasselbe. Was ich eigentlich, wenn ich das mal mit heutigen Horrorspielen vergleiche, da wird es zwar anders gemacht, aber hier ganz cool finde, dadurch, dass du teilweise, wenn du jetzt zum Beispiel hier reinkommst, ne, du kannst halt nicht, du kannst vielleicht hören, dass irgendwie was ist, aber nicht wirklich was sehen. Wenn du halt First Person irgendwo reingehst, dann kannst du vielleicht schon mal aus der Ecke schmulen oder so. Das ist eigentlich ein Vorteil von alten Sachen. So, sie haben Menthol gefunden. Sie haben Menthol mitgenommen. Gut, wofür brauche ich denn Menthol? Warte, wird wieder laut. Der Stoff hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Ah, okay. Wir haben einen, der ganz gerne mal an der Pfeife zuzelt. Aber auch nicht schlimm. Jeder, wie er Bock hat. Kann ich eine Runde... Alter, er kann halt ins Pissoir reinlatschen. Was guckt... Wonach guckt denn der da? So, von dem Gestank, der aus den alten Leitungen steigt, wird einem ganz übel. Ja, und du latschst dir jedes Mal schnell, fröhlich rein. Herzlichen Glückwunsch, Herr... Ich glaube, der hieß Damien. Warte mal. Hieß der so? Darien. Naja, war ja so ähnlich. Obwohl ich Damien eigentlich nicer finde. Stuff only... Okay, ist Gott sei Dank auch noch nicht zu. Und find's halt geil. Hä? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nicht schnell laufen. ich find's eigentlich ganz schön, dass im Vergleich zu... Naja, an... Also, na, nicht, dass bei jeder Tür, dass du durchgehst und halt einen Ladebildschirm hast. Also zum Beispiel bei Resi war es halt früher gewesen, dass du dann halt diese Öffnungssequenz hattest. Oder bei Silent Hill immer Schwarzbild, so dass das hier nicht so ist. Ist halt schön ein klein wenig weiter. Obwohl, ich weiß nicht, ob... Nee, bei Silent Hill 2 war es, glaube ich, auch nicht mehr. Ich spiele das ja auf der PlayStation 2, deswegen... Habe ich, glaube ich, gerade Kokolores erzählt. War, glaube ich, bei den PS1-Systemen noch so. Mr. Darien Day. I am Abdul Wahid, sir. I am honored to have worked with your father on his many expeditions in my country. You know my father? I've never heard him talk of you. Not when he was capable of talking lucidly, anyway. Please, Darien. He knew me well enough to entrust me with these papers. See, they are written in his own hand. You must take them and read them quickly, for his words will help you much faster than mine. I shall read them as soon as possible, but I have other concerns at hand. I'm looking for a friend of mine, Miss Victoria Sutton. Ah, yes, Miss Sutton. Indeed, I met with her briefly in the library earlier. However, I believe that Kemble, the curator, has since locked the atrium, and that is the only way through. Please, if there is anything I can help you with, I may take care of your possessions or give you some advice. You will find me here, waiting for you. Danke, aber ich verzichte. Ja, netter Typ. Netter Typ. So, was haben wir? Sie haben einen Brief gefunden. Möchten Sie ihn jetzt mitnehmen? Eigentlich möchte ich ihn gleich lesen, um ehrlich zu sein. Sie haben einen Brief mitgenommen. Okay. 19. Januar 1869. Mein liebster Darien, unwiederbringlich verlorene Zeit. Nicht in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich geahnt, dass ich dich vor meinem Ende, dass ich nahen spüre, nicht wiedersehen würde. Meine Kraft und Entschlossenheit sind am Ende. Wie alt bist du jetzt? 8? Nein. 9. Welche Abenteuer hätten wir zusammen erlebt? Ich kann mir die Dinge, die du noch erleben wirst, kaum vorstellen. Doch du musst diese Reise durchs Leben antreten, ohne jene zu erkennen, die dich in der Welt brachten. Das bereitet mir mehr Schmerzen als alles, was ich in meinen letzten Jahren erlebt habe. Ich würde meine Schwester Elizabeth, die für dich sorgt, seit ich hier eingesperrt bin, nie etwas Böses nachsagen. Sie hat mir versichert, dass du über alle Einzelheiten meiner Einlieferung informiert worden bist. So jung du auch bist, musst du begreifen, dass sie Jagd nach West...
was? Nach Wissen manchmal einen schrecklichen Preis hat. Ich wünsche nur, sie hätte dir erlaubt, mich zu besuchen. Mein einziger Trost ist, dass sie wissen, dass du nicht mit einer Lüge über meinen Werdegang leben musst. Die Krankenhausleitung verbietet mir, meine Forschung fortzusetzen. Sie verstehen nicht, wie dringlich die Vollendung unserer Arbeit ist. Sie nennen sich Ärzte. Barbaren. Ich kann ihr nicht sagen, was für wissenschaftliche Behandlungen sie uns hier verabreichen, und mich betrachten sie als wahnsinnig. Abgesehen von meinem Tagebuch haben sie all meine Forschungszeichnungen vernichtet. Dieses hütet Abdul, dem ich mein Leben anvertraue und der bei uns war, als das Böse, das unsere Familie vernichtete, befreit wurde. Nur er kann dich leiden, Darien. Er hat mir verziehen, denn er weiß, dass es nicht mein Wille war, der mich so handeln ließ. Und er wird auch mein Sohn vertrauen. Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, liebster Darien, du musst unsere Arbeit fortsetzen. Auch deine Mutter, meine geliebte Frau, wusste, dass wir richtig handelten. Ich weiß, du wirst die Kraft finden, die mir fehlte, und unsere Fehler rückgängig machen. Darien, mein Sohn, der Fluch liegt auf unserer Familie. Du alleine kannst den Wahnsinn beenden, und das musst du, bevor auch du ihm verfällst. Doch unterschätze seine Macht nicht. Bleib dir selber treu. Dein dich liebender Vater, Stanley Dane. Das ist furchtbar nice. Okay, Dokumente, das ist toll. Karte? Ah! Aber Alter. Warte mal. Ich hoffe, das Spiel wird an sich nicht großartig dadurch anders. Muss mal gucken. Nein. Warte. Es ist halt immer noch fucking laut, ne? Also es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Sorry, wenn ich das jetzt während der Folge mache. Ja, das ist auch nicht mal gespeichert, Mann. Ich habe keine Ahnung, ob sich das jetzt geändert hat. Möchten Sie ja Inventar öffnen? Ja, eigentlich nicht. Aber jetzt ist es wenigstens besser. Das Problem ist, ich bin halt beim Schnitt relativ faul. Wie man es, glaube ich, mehr weiß. Und ich will nicht jedes Mal, wenn ich in Pausebildschirm gehe oder wenn ich Zettel finde und die vorlese, das dann unbedingt anpassen müssen. Kann jetzt natürlich sein, dass die Musik im Hintergrund sehr, sehr leise ist, aber die war halt, ne? Ihr werdet es vielleicht nicht mitgekriegt haben, weil bei der Folge werde ich es wahrscheinlich gemacht haben, wenn ich es nicht vergesse. Aber ist halt schon. Ja. So, diese starke riechende Substanz hat eine belebende Wirkung, das ist toll. Und was haben wir hier noch? Menthol? Ja, aber ja, nee. Nee, ist nett, dass er da ist. Hast du aber auch einen Schlüssel? Also wir müssen ja erstmal... Ach so, das war die Lampe. Ich dachte so, wer steht da jetzt am Ende? Victoria Finn. Hieß sie doch, oder? Vicky, wo bist denn du? Nee, warte mal, von hier bin ich gekommen. Weil ich muss halt... Oder? Aber ich bin noch nicht so weit runtergelaufen. Oder? Ich gehe da nochmal rein. Sorry. Oder bin ich von der anderen Seite gekommen? Bin ich von hier gekommen? Weil bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich falsche Ich glaube, von hier sind wir nicht gekommen. Ich will es nicht unbedingt verarschen, aber das ist halt ein altes Spiel. Ich meine, wir haben schon Schlimmeres erlebt, so, ne? Visage oder sowas. Das ist halt da draußen, aber. Der Polizist ist tot. Es gibt keine Anzeichen von Gewalt, aber seine Augen sind starr vor Schreck. Okay, cool. Gut, vom Regengeräusch müsste es gehen. Okay, da haben wir den nächsten Toten.